Willkommen zu TNA, wir sind da. Ich bin Daniel. Ich bin Nadine. Und wir zeigen euch diese Woche den Vlog. Hallöchen. Wir haben heute schon Mittwoch. Und ja, Kalender haben wir uns auch eine ganze Weile schon nicht aufgemacht. Geht vielmehr darum, was heute hier drin ist. Und zwar verklebt ein Notebook. Bei Clips ein Notebook sollte ich eigentlich neu installieren, weil, nee, keine Ahnung, sein Windows 10 hat halt rumgesponnen und ich wusste halt einfach mal sauber drauf machen. Ja, das Problem war einfach, sobald ich Windows 10 drauf hatte, also Windows 10 war ich drauf, ging das Internet nur teilweise. Und zwar so, dass zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Apps laden willst oder allgemein Apps aufrufen willst, die ins Internet müssen, weil Windows 10 hat da auch eine App oder Oberfläche, die haben hier Internet aufgebaut. Außer Beispiel, wenn du jetzt im Browser angegangen bist, um ins Internet zu schauen, wie Firefox oder Google, Chrome, da ging das wieder. Oder Programme ging zum Beispiel wieder, meine ich, ging das wieder. Und, naja. Davor ist aber auch schon gewesen, bevor ich das jetzt neu installiert habe, dass die WLAN-Karte öfters mal nicht gefunden worden ist. Und ich einfach vermute, deshalb auch hier, dass die WLAN-Karte in Arsch ist. Das habe ich natürlich hier, können wir mal öffnen. Nicht einfach dieselbe genommen. Ich habe das neueste Modell von Clock genommen. Moment. Ja, und hier haben wir die gute. Das wird die neue WLAN-Karte. Die bauen sie rein. Und da werden wir sehen, was funktioniert. Also es geht davon eigentlich fest und fest aus, dass das so ist. Und es war vorher schon eine Killer drin. Also wer nicht weiß, was ein Killer ist, es ist eigentlich, ja, hier steht sie nochmal. Es ist eigentlich bloß eine Intel WLAN-Karte, plus nochmal softwaremäßig optimiert. Also es ist eine optimierte WLAN-Karte, die halt nochmal ein bisschen schneller läuft. Also für einen normalen Verbraucher ist das, naja, nicht wirklich Rede wert, aber naja, es läuft halt optimierter. Die bauen jetzt hier ein und dann werden wir sehen, ob der Fehler weg ist. Beziehungsweise ich werde das nochmal neu installieren, alles sauber installieren. Und ich hoffe auch, dass die WLAN-Karte gleich gefunden wird. Ich habe zwar alles ein paar Updates gemacht, alles dran, dran, aber es muss ja nicht unbedingt heißen, dass er die WLAN-Karte nimmt. Obwohl ich eigentlich davon ausgehe. Da sind wir, dass man sieht. Hier sitzt sie drin. Ich habe das mal Akku rausgenommen. Und jetzt wollen wir die neue Karte mal einbauen. Geht jetzt ein bisschen schlecht mit einer Hand, aber. Hier sitzt jedenfalls die alte drin. Die schrauben wir jetzt raus und bauen die neue ein. Da ist er drinnen, eingebaut. Stecken jetzt mal noch einen Akku an. So. Dann geht's noch weiter, mal gucken, dass alles so funktioniert, wie es soll. Hier ist noch die alte WLAN-Karte, die werden wir einfach mal einpacken. Obwohl, dass sie, naja, werden wir sehen. Ich hoffe, dass kein Bordschaden ist, als vermute ich eigentlich ja weniger. Und das sehen wir, es lag schon an der Karte. Na dann. So, machen wir mal schauen.
worden ist. Na komm. So, bin ich jetzt gespannt. Okay. Da müssen wir einfach mal sehen, was er macht. Also, so wie ihr seht hier, WLAN-Modul. Gucken wir mal, ob er Dingschen erkannt hat. Nein, hat er natürlich nicht. So. Machen wir mal neu. Ich wollte die aber trotzdem genommen. Mensch. Schauen wir nochmal. Okay, wir versuchen es einfach mal. Wir machen das Windows drauf. Obwohl den Stick es noch nicht mehr erkannt hat. Naja, kriegt man schnell. Bis dann. Die WLAN-Karte hat natürlich erst nicht gefunden, habe ich jetzt installiert. Wir schauen mal, ob er die auch so erkannt hat. Also, ihr seht, ich muss noch ein bisschen was installieren. Wollte jetzt aber erstmal ein bisschen. Finde ich nicht. Ja. Da seht ihr sie. Und da ist gefunden. Wunderbar. Ja, installieren wir mal weiter und ich hoffe, dass alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt denke und vorstelle. Mal schauen. Hallo alle zusammen, wir sind im Auto. Unschwer. Wir sind im Auto und wir warten eigentlich noch, dass aus der Scheibe. Hallo, wir wollen nicht warten. Schatz, die Scheibe ist noch nicht frei. Okay, du siehst es. Ja, das stimmt. Wir fahren jetzt nach Zürich, holen eine Freundin ab und dann fahren wir auf den Weihnachtsmarkt in Halle. Wir fahren mit der Klasse zusammen und Daniel. Daniel ist halt krank. Und. Was? Ich hab das Auto gar nicht gesehen, obwohl du so groß bist. Hinter dem Mini hast du es nicht gesehen, ja? Hinter dem Mini habe ich das. Den großen SUV nicht gesehen. Smart, Entschuldigung. Ist das smart? Mini! Ja. Ja, und dann fahren wir mit der Klasse heute zum Weihnachtsmarkt. Jo. Und deswegen nehme ich Damen hier mit, weil da ist seit gestern krank geschrieben. Seit heute. Seit heute, Entschuldigung. Ja, bei dir ist das immer so. Ja. Okay. Oh, Donnerstag, Leute. Jan. Oh, jetzt hört er still. Oh nein. Oh. Nein, mach nochmal bitte. Oh nein, jetzt bleibt er stehen. Das ist ja der Typ, den ich gerade gefilmt habe, der hat gerade übelst mit dem Schild rumgetanzt. Ich konnte es leider nicht mehr, weil wir an der Ampel standen und zu weit weg waren. Und jetzt darf er halt vorbeifahren. Oh, aber er hat mir das Daumen noch umgegeben. Böchen, Bubböchen. Wir wollen übrigens gleich noch ins Krankenhaus. Ja. Bei ich gehe gerade erst rein. Opa ist schon mit dran. Im Krankenhaus, ja. Im Krankenhaus, genau. Dein Akku ist gekommen.
dann einfach so aus. Ja. Ja, du ich hattest, ein paar Geschenke von du hattest meinen, schon Bescherung. Ja, ich hatte noch ein paar Geschenke von meinen Kunden bekommen. Mhm. Darunter Hautkäppchen. Mhm. Mit. Also Milch, ja, Milch. Dann habe ich ein Stück hier fein. Schwein bekommen. Alles frisch. Frisch. Schweinchen. Ein Stück Schwein habe ich bekommen. Dann habe ich ja. eine Massage bekommen. Von mir. Ja, von dir nicht. Von auch nur Kunden, wo ich die Buchhaltung mache. Ja. Und die macht Physiotherapie und die, ja. Die machen auch Massagen und deswegen kriege ich eine. Ich einen Gutschein bekommen. Ja, fein. So, jetzt in die anderen habe ich nicht reingeguckt. Das weiß ich nicht. Das hier ist von Julia. Das andere. Ich glaube, das ist von. Hier steht. Ich habe keine Ahnung. Das ist nur eine Karte. Eine Karte? Oh ja. Guck. Oh. Mhm. Fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Nadine, ich wünsche dir und deinen Mann ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Liebe Grüße von Vigi. Also auch eine Kundin. Ja, wir müssen natürlich borgen und Nadine holt jetzt ein Ticket aus. Mal sehen, wie es es schafft, da ranzukommen. Guck mal, wie das geht. Ja, wie geht das? Ja, ja, ja. Guck, wie das geht. Ja, fein. Hast du das gesehen? Ja, ich musste dich nicht abschnallen. Ich hätte gedacht, du hängst dich halb aus dem Fenster eigentlich. Nein. Eine Klau hätte so reingepasst. Dann stellen wir uns hier. Erzähl mal. Wir haben zwei Pakete bekommen. Ich bräuchte noch ein bisschen. Cutter? Hier nicht. So. Das ist für dich. Für mich? Das ist ja freundlich. Kriegst du das wieder? Ja, das ist alles. Kriegst du sie? Wo ist sie denn? Ach, hier. Ja, du bist so schwarz, das habe ich gar nicht gesehen. Mensch, musst du dich jetzt so direkt. Ja, okay, los. Dein Akku ist ja schon gekommen. Das ist dein neues Glas. Okay. Ja, einfach so, ich guck mal, wie der Mund macht. Was machst du da? Ja. Oh, und nicht schlecht. Okay. Gut. Dann ist Glas. Ist es nämlich runtergefallen? Da hinten habe ich natürlich keinen Schutz drauf. Ja, und das wollen wir jetzt wechseln. Achso, das andere ist noch. Na dann. Okay. Ja. Du zeigst auch, wenn du das weiter hoch machst, dann zeigst du auch uns Radwasser. Ja. Ja. Okay. Eine Karte. Auch nochmal so eine Bildernkarte. Die hier, die ist aber nicht für mein Handy. Nein, gut. Die ist fürs Notebook. Okay, das ist fürs Notebook. Okay. Für meins? Gib mir mal so eine Karte. Gehst du mal drunter? Welchen denn? Erste, zweite? Zweite. Ja, habe ich hier.
Mach noch mal mit dem Föhn, Schatz. Mach doch noch mal mit dem Föhn, Schatz. Jetzt. Das kann ich schon abgelöst. Ist das schlecht oder gut? Nein, das ist noch gut. Dein Fingerabdruck ist genau wenig. So. So sieht mein Handy innen drin aus. Und das da? Zeig mal. So, das ist ja alles schon dran, bis auf den Fingerabdruckscanner, logischerweise. Den muss man hier noch abnehmen. Dann anklipsen. Das ist natürlich auch angeklebt. Was nicht alles angeklebt ist. So, jetzt tue ich hier kurz die Schrauben lösen. Aber hier steht was drauf. Darf da was draufstehen, ja? Also was selbst draufgeschrieben ist. Und dann tue ich den Akku lösen, was natürlich auch nicht einfach wird. Ja, wenn mein Akku nämlich futsch ist. Hey, geht nach ein paar Stunden, wird er sofort alle, ohne dass ich was gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel auf Arbeit sitze, benutze ich ja mein Handy nicht. Wenn ich mal kurz drauf gucke, 15%, obwohl ich die ganze Nacht geladen habe. Und früh war es halt noch voll, ne? Wir sind fertig. Interessiert halt? Naja, es ist nur verschmiert. Akku 80%. 80%. Oh komm, wie dreckig mein Handy ist, ey. Vorne das Schutzglas mache ich morgen ab. Ja, ist hier auch noch dran gefallen. Man hat jetzt hier eine kleine Kerbe. Aber die haben wir jetzt ein bisschen weggeschliffen. Aber jetzt sieht man richtig so, wie tief das gefallen ist, ey, Wahnsinn. Und hier ist so ein bisschen noch offen. Also ganz wenig so. Ist das nur ein offen drin? Ich hatte der Kleber vielleicht nicht bis dran gereicht, weil es lässt sich auch nicht reindrücken. Doch. Drück nochmal. Lässt sich reindrücken oder nicht? Ich würde sagen, ja. Ich kann nochmal mit dem Föhn lang gehen. Ich habe Angst, wenn du genau an dieser Stelle zu doll drückst, dass das nochmal bricht. Oder ist das richtig drunter? Na gut, Wasser kriege ich nicht. Halten. Und so sieht es mal wieder aus hier, neben Saustall. Na klar, die ist so viel besser, meine Kamera jetzt. So, Daniel hat gesagt, er hat aufgeräumt in der Küche. Halt! Ja. Einen Moment doch. Ja, so ist richtig. Das beurteile natürlich ich, weil er war für die Küche zuständig und ich sollte die Wäsche machen. Ich komme schon rein und es ist einfach nicht sauber. Oh, er hat den Spüler aus- und eingeräumt. Oh, seht ihr das? Wie sauber das ist? Das ist so sauber, Mensch. Oh, ey, ich platze gleich, so sauber ist das. Willst du dich nochmal korrigieren und nochmal in die Küche gehen und sauber machen? Oder war das jetzt ernst gemeint?
Das war dein Ernst? Du gehst jetzt bitte nochmal in die Küche und machst da richtig sauber. Ich glaube, ich spinne. Ja, die müssen wir natürlich richtig entsorgen. Na, wir haben noch Batterien, die wollten wir sowieso auch richtig versorgen. Hier. Entsorgen. Mach die mal da rein in die Tüte. So, also ich bin fertig. Hoppala. Oh, hier. Bett ist frisch bezogen. Dann kommt gleich wieder. Oder der ist jetzt gerade wieder hochgekommen. Der wollte nur ganz kurz. Der wollte nur ganz kurz zum Opa. Ach nee, der ist noch nicht da. Der wollte nur kurz zum Opa, also zum Haus vom Opa. Und einen Onkel was geben. Das heißt übrigens aufräumen bei Daniel. Und. Wer macht's jetzt? Ich, natürlich. Jetzt räume ich, also ich habe jetzt Bad fertig, Schlafzimmer ist fertig. Ich muss noch alle Geschenke einpacken. Das hier auch, die ist für Opa. Und für unsere kleine Nichte haben wir auch natürlich zwei süße Geschenke, die müssen wir auch noch einpacken. Wir haben noch so einiges einzupacken, aber das machen wir dann alles am 23. beispielsweise am 24. Weil wir die sowieso erst am 25. alle sehen. Am 23. gehen wir nochmal einkaufen. Am Montag. Weil wir noch so ein paar Sachen einkaufen müssen. So ein paar Geschenke. Ja. Unser Essen. Treppchen. Zu viel? Reicht. Nein. Fehl. Sauerkraut, Süße. Bisschen Sauerkraut. Das reicht dann aber. Reicht. Wir sind fertig mit Essen. Das ist sehr gut. Man sieht der Rest vom Schützenfest. Glück sein Notebook läuft soweit. Bis auf ein Spiel. Aber dann, es liegt da weniger am Glück sein Notebook, keine Ahnung. Naja. Ich bin hundemüde. Aber süß ist, aber wir gucken noch eine Folge. Oh nee, ich schaffe nie mehr. Was hast du gesagt vorhin? Sag deine Worte. Mm-mm. Sag deine Worte. Nein. Wir wollten eigentlich noch die 8. Staffel von Game of Thrones gucken. Komplett. Und was hast du gesagt? Dass du das nicht durchhältst. Ist ja auch meistens so. Also ich bin ja meistens immer diejenige, die am längsten wach bleibt. Ja, ich weiß, muss mich rasieren. Das werde ich schon morgen früh machen. Morgen früh, ja? Ich dachte Montag. Mm-mm. Nee. Naja, Frau meiner Chefin. Also, das wirklich ich dann nicht. Ja. 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 So sieht's alles. Ja, das war's schon mit dem Video. Morgen kommt, wie gesagt, meine Mama. Ja. Aber das werdet ihr im nächsten Video sehen. Ja, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Bei wem? Wem? Muss ich lernen. Ja.
Baby schön. Ja. Komm mal. Jetzt hab sie weg. Oh, jetzt lass sie doch schlafen, Mensch. Komm, da muss ein Schluss drin. Baby schön. Lach doch mal.